Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Deadlight Director's Cut. Okay, wie es aussieht, sind wir gerade in einem Flashback unseres Hauptprotagonisten gelandet und wir sollen jetzt nachladen. Well done, comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Aha. Nutze das zum Zielen und R2 zum Schießen, okay. Ach, die da. Schlecht. Okay. Kid, I like your style. But let's think of something harder. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Damn it. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Oh. Okay. Take the shot, Randy. Let's do right by the poor soul. Also hat es tatsächlich schon stattgefunden, die Zombie-Apokalypse. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Okay, alles klar. Immer auf den Kopf zielen. Regel Nummer 1 bei einer Zombie-Apokalypse. Okay, ich habe 12 Schuss. Was haben wir hier? Kugeln für den 38er. 6 Stück. Finde ich hier noch mehr zufällig? Scheinbar nicht. Schieß auf das Schloss, um weiterzukommen. Oh. Welches Schloss? Hier irgendwo ein anderes Schloss. Ach, da oben. Alles klar. Okay. Alles klar. Gut. Und was finde ich da oben? Ah, natürlich. Ein Kabel zum Langklettern. Hätte ich mir denken können. Upsala. Dumm. That's Parker's motorhome. Huh. Okay, also wird er von diesen Kerlen des neuen Gesetzes verfolgt oder wer hat da gerade gelabert? Oh Gott, selbst das Klettern kostet Ausdauer. Oh. Yikes. Das war knapp. Okay. Oh oh. So, Kopfschuss. 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 Sehr gut. Sehr schön. Okay, eine Waffe, für die ich allerdings nicht unendlich viel Munition habe, deshalb sollte ich aufpassen. Da hinten kommt schon der nächste Zombie an. So. Innenstadt Seattle, 4. Juli 1986, 20.40 Uhr. Oh, das ist dunkel, wie sonst was hier drin. Nur mal überprüfen, ob da was liegt. Ich muss ja hier, mich hier ja überall nach sammelbaren Gegenständen umgucken. Okay. Wow, 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 wow. Ist er tot? Ja, ich weiß, ich habe fast keine Ausdauer mehr. Ist mir wurscht. Okay, da komme ich durch. Gut. Und die Tür fällt hinter mir zu. Fire is blocking my path. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Hier in der Wohnung könnte was sein. Nein, der Ausweis eines Fremden. Sonst noch irgendwas hier? Scheint nicht so zu sein. Okay. Und schauen wir doch mal. Ah. I could tackle it down. Okay. Bam. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now.
Ich an deiner Stelle hätte mir vorher ein paar Trinkwasserflaschen gesucht und hätte damit den Turm ein bisschen ausgeschöpft. Ein bisschen. Naja, aber ich schätze mal, du wirst jetzt so etwas nicht zur Verfügung haben. Okay, ich warte, bis alle Zombies bei mir sind und go! Macht's gut, ihr Trottel. Hoch da! Alter, das war viel zu knapp. Gut, und hepp. Sehr gut. Ab ins Gebäude, wo ich wieder einen Scheiß sehe. Oh Mann, ey, wenn ich jetzt schon auf meinen Bildschirm kaum was sehe, will ich gar nicht wissen, wie es im fertigen Video aussieht. Moment, Leute. Weil einerseits, ich soll mich in dem Spiel natürlich gruseln, aber andererseits hat ja gar keinen Sinn, wenn ich gar nichts sehe. So, ein bisschen hochpumpen. Ja, ist schon ein bisschen besser. Ach, ich Idiot. Ich hätte den jetzt einfach... Ich hätte jetzt einfach von Anfang an einen Kopfschuss landen können, bevor er mich überhaupt bemerkt. Okay, aber irgendwie, wenn ich stillstehe, werden mir mehrere Sachen angezeigt, oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Ich hoffe nicht. Oh Mann, also ich muss echt sagen, die Atmosphäre von dem Spiel gefällt mir verdammt gut. Weiter hoch komme ich darüber nicht, nein. Gut. Okay, ab durch die Tür. Oh. I'll kill you, Freaks. Aha. Schön. Okay, was haben wir hier? Ein Weg nach oben. Interessant. Was finden wir hier? Upsala. Ah. Wie jetzt? Die Bretter kann ich nicht kaputt machen? Euer Ernst? Das ist doch Bullshit. Mir wurde gesagt, mit meiner Axt kann ich das. Ach, ist das gemein. Also hier hoch oder wie? Nein. Geht nicht. Okay, was zur Hölle? Was soll ich denn hier machen? Soll ich die Bretter kaputt schießen oder wie? Nö, offensichtlich nicht, denn dort ist kein Fadenkreuz. Oh, oh, vielleicht ein Walljump. Ah, alles Klärchen. Okay, nicht schlecht. Ah, und hier ist tatsächlich sogar was. Oh, Munition. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Okay, ja, aber Munition kann ich ja sowieso gebrauchen. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Durch den Zaun kann er nicht schießen, nein. Okay. Das Problem ist, hier kommst du nicht weiter, Alter. Das ist sehr verwirrend. Warte mal, soll ich die zerballern? Nee, kann ich auch nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung. Mein erster Gedanke wäre, dass ich die Zombies auf irgendeine Weise auf die Bretter locken kann, damit sie vor lauter Gewicht einstürzen, aber... Ja, ich bin ja nicht in der Lage, irgendetwas zu schmeißen. Oder? Oder soll ich schießen, um die anderen Zombies herzulocken? Tja, das hat nichts bewirkt. Mann, ey Leute, ich schieße, ich baller hier. Das müsste eigentlich jeder Zombie sofort hören, verdammt nochmal. Soll ich einfach dagegen laufen? Ah.
Irgendwie verstehe ich es gerade gar nicht, was ich tun soll. Ich überlege noch mal ein kleines bisschen. Moment, Leute. Ach, Moment mal. Mir ist jetzt gerade eben eingefallen, dass man doch auch in der Lage ist, die Gegner zu verspotten. Bringt das was? Moment. Wie geht das denn noch mal mit dem Verspotten? Nein. Ah, Dreieck. Ah, okay. Alles klar. Und jetzt wird das Ganze einbrechen unter ihrem Gewicht. Jawoll. Geht doch. Ah, okay. Ich dachte mir echt, wie zum Teufel soll ich genug Krach machen? Ich meine, klar, es macht Sinn, dass sie auf das Verspotten reagieren. Aber dass sie nur darauf reagieren, ist ein bisschen blöd. Ich finde, die hätten es wenigstens so programmieren können, dass sie auch auf Revolverschüsse reagieren. Worauf jeder fucking Zombie reagiert. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Das stimmt. What the? Nein! Oh. Wieso bist du in die Richtung gesprungen? Meine Fresse. Ach, großartig. Darf ich das Gebäude jetzt wieder von vorne starten? Oh, nein. Huh. Wow, hoppala. Okay, das Checkpoint-System in dem Spiel ist schon sehr... eigentlich anders als in jedem anderen Spiel. Ich habe erwartet, es wäre ein bisschen härter. Ist es scheinbar nicht. Gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Nix. Mal wieder. Wie sieht's mit den Geheimnissen aus? 3 von 4 habe ich. Oh Gott. Und Kreis. Upsala. Nee. Welche Taste sollte ich nochmal drücken, um zu rollen? Shit. Ich hab's vergessen. Schlecht. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht besser wäre, versteckt zu bleiben. Kann ich bis dort hinten hingehen ohne... Ja, kann ich, okay. Ich komme aber nicht dorthin. Shit. Ah. Das ist nicht gut. Aber... andere Möglichkeit gibt es hier gerade nicht. Soll ich da rüberspringen? Oh, nein! Oh, Wandsprung. Na, hätte ich mir denken können. Ich Depp. Okay. L1? Nein. War es auch nicht. Shit. Oh, Vorsicht, Alter. Yes! Okay, und tap. Sehr gut. Nein! So. Upsala. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich soll mich fallen lassen. Ja, super. Okay. Oh. Oh, puh, das war knapp. Ist hier was? Ja. Ein paar Kugeln. Nett, aber kein Geheimnis. Schade. So, gut. Weiter. Oh, erste Hilfekasten. Ja. Sehr schön. Kann ich gut gebrauchen. Und weiter geht's. Nein, nein. Oh, ich hab's zu spät gesehen. Und da habe ich schon... den linken Analogstick nach unten gedrückt. Verdammt. Ruhig. Warum klettert er immer ein weiteres Mal wieder zurück? Kann ich zielen, während ich... Nein, kann ich nicht. Okay. Oh nein. Oh nein. Ich habe viel zu wenig Ausdauer. Oh Gott. Ich bin tot. Fuck. Ah, fuck. Hi. Genau.
schön ins Elektrowasser. Fein macht ihr das. Und weg ist er. Okay. Den aus, jawohl. Drückt beim Laufen L2 um... Nein! Was zur Hölle war das denn jetzt? Was für ein Troll. Hör auf, ständig ein weiteres Mal zurückzuklettern. Was bist du? Klettersüchtig? Perfekt. Okay, also er wird nur für ganz kurze Zeit abgeschaltet sein. Oh nein! Oh! Falsche Taste, ich habe L1 statt L2 gedrückt. Okay, auf ein neues. So. Ihr beide kommt ins Elektrowasser. Wunderbar. Und hepp. Okay, sehr gut. Puh. Und da hoch. Geht nicht. Okay, ich muss das Ding definitiv ziehen. Für einen Wandsprung. Auf der anderen Seite würde mich ja nur der Tod erwarten. So, und hepp. Yo, das war viel zu knapp. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Oh. Oh oh. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht gut. Bam. Double Kill. Hoffentlich. Nee, einer von denen lebte noch. Seid ihr jetzt tot? Yep. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, eine Postkarte mit dem Bild des Eiffelturms. Eine Frau hat ihre Schwester aus Frankreich geschrieben. Das war lange Zeit, bevor man von der anderen Seite des Ozeans von der Katastrophe gehört hatte. Okay, wir haben alle Geheimnisse gefunden, wie es scheint. Und auch einen Weg hier raus. Na dann, raus hier. Okay. Wow, 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 wow. Der hatte noch was. Oh, Kugeln. Aber ich kann keine weiteren Kugeln mehr aufnehmen. Was eigentlich Bullshit ist, denn in so einer Situation, in der Zombie-Apokalypse, würde ich so viel Munition mitnehmen, wie ich tragen kann. Und er kann definitiv mit seinem langen Mantel deutlich mehr Munition tragen. Daran habe ich keinen Zweifel. Okay, wow, hoppala. Ich habe das Kabel ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich wollte jetzt einfach an ihn vorbeilaufen. Oh Gott, ciao. Nein, hau ab. What the fuck? Hey, be careful where you put those bullets. Let me die in peace. Sam? Is that you? Wayne? Come. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Schon klar, das sehe ich bereits. Du musst mir nicht jedes Detail verraten. Ich kann mir das meiste denken. Das habe ich nicht gefragt. Alter. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Oh, toll. Children, my family. Carla's dead.
And now you are too. Und er hat uns kein Stück geholfen. I've got to get to that safe point. Der hätte uns wenigstens verraten können, was wir noch nicht wissen. Anstatt. Okay, Leute. Dann würde ich glatt sagen, beende ich mal den Part an dieser Stelle. Oh Gott. Okay, ja. So viel dazu. Ja, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich kann euch auch zum nächsten Part von Deadlight begrüßen. Oh. Okay. Mann, Zombies, könnte man die Klappe halten? Ich versuche gerade Fernsehen zu gucken. Das war's, okay. Ja, ich wollte das eben noch zu Ende laufen lassen, bevor ich den Part beende. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part von Deadlight Director's Cut. Wo wir versuchen werden, das Versteck ausfindig zu machen, wo der Rest unserer Freunde verschleppt worden ist. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.